Liebe Schwestern und Brüder, um das Evangelium des jüngsten Evangelisten Johannes zu verstehen, muss man einiges wissen. Eben schon, dass sein Evangelium ja erst um die Jahrhundertwende entsteht, also mindestens ein oder zwei Generationen nach dem Tod Jesu. Und Johannes spricht, wie alle Evangelisten, zu einer konkreten Gemeinde. Und man darf sich ausmalen, dass manches vielleicht in ihrem Leben und ihrem Glauben auch schon ein wenig verblasst ist seit der Zeit, seitdem Jesus nicht mehr lebt, nicht mehr begreifbar unter ihnen ist. Johannes macht auf das Wesentlichste des Glaubens durch sein ganzes Evangelium aufmerksam. Und deswegen muss man wissen, dass von der ersten Zeile bis zur letzten Zeile des Evangeliums bei Johannes bereits der erhöhte Christus verkündet wird. Selbst wenn Johannes von der Geburt Jesu spricht, dann spricht er eigentlich schon von der notwendigen Geburt des Weltenerlösers. Deswegen hören wir an Weihnachten, am Weihnachtstag, den Johannesprolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selbst war das Wort in Gleichgestaltung zum Schöpfungshymnus des Buches Genesis. In Christus eine neue Schöpfung. Und schon in Johannes 2, beispielsweise bei der Hochzeit zu Kana, hören wir, seine Stunde ist noch nicht gekommen. Also ganz am Anfang des Evangeliums immer schon der Verweis auf die Stunde, auf die es ankommt, und das ist der erhöhte Christus. Bei Johannes steht in jedem Satz mehr oder weniger das Kreuz, der Gekreuzigte, der erhöhte Christus im Zentrum. Wenn man das weiß, dann liest man das Johannesevangelium anders. Man liest es nicht als Tatsachenbericht, man liest es nicht als chronologische Abhandlung, sondern man liest es als Theologie. Man liest es so, dass Johannes etwas sagen möchte über das Leben des Menschen Jesus von Nazareth und seinem Weg als der Gesandte Gottes, als der Messias bis ans Kreuz und durch das Kreuz hindurch ins neue Leben bei Gott. Auf andere Dinge werde ich gleich noch hinweisen, die ganz typisch für Johannes sind. Aber das ist schon mal wesentlich, um den heutigen Text zu verstehen. Der Text heute steht, um ihn einzuordnen, direkt nach dem Einzug Jesu in Jerusalem. Erinnern wir uns, die Menschen heißen ihn willkommen, ihn, der in einfachsten Kleidern auf einer jungen Eselin in die Stadt zum Paschafest einzieht, mit Hosanna rufen. Sei gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und es könnte eigentlich nicht schräger sein, wenn man weiß, wie Jesus Christus sich versteht. Natürlich, bei allen vier Evangelisten wird es den Dialog mit Pilatus geben, bist du ein König? Und Jesus wird nicht ganz ablehnen können und sagen müssen, ja, ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Ihr müsst anders denken. Euer Horizont reicht nicht weit genug. Ihr seid ganz im Irdischen und klebt an dem, was euer Leben hier ausmacht. Mein Reich ist nicht von hier. Also das, was wirklich wesentlich ist, speist sich nicht aus all dem, was irdisch ist, aus all dem, was sterben kann. Mein Leben, mein Vertrauen, meine Gewissheit, sie kommt aus ewigem, überirdischen, das, was nicht Motte und Wurm fressen kann, das, was nicht mit ins Grab hüpft, sondern was bleibt, was Ewigkeitswert hat. Das ist aber alles bei diesem Einzug in Jerusalem momentan nicht wichtig, weil die Menschen wollen einfach das,
was sie wollen und deshalb kriegen sie offenbar auch das, was sie wollen. Sie machen aus Jesus einen König, den die Propheten so anscheinend verheißen haben, dass er dreinschlägt. Ein kriegerischer Fürst, der sie befreit von jeder Besatzungsmacht und von irgendwelchen anderen Widrigkeiten und rigiden Vorstellungen. Und der Satz direkt, bevor unser Evangelium heute einsetzt, heißt: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, alle Welt läuft ihm nach. Gesprochen von denen, die nun fürchten um ihre Machtpositionen und Rollen. Seht ihr, wie sie diesem einfachen Menschen huldigen? Dieser Mensch hat Vollmacht. Wir wissen zwar überhaupt gar nicht, woher, aber wir spüren, es ist gefährlich. Wenn die alle ihm nachlaufen, wird uns bald niemand mehr folgen. Wie soll das dann weitergehen? Wo soll ich meine Opfertiere verkaufen? Wer wechselt dann noch Geld am Tempel? Was wird mein Ansehen in der Gesellschaft sein? Bisher war ich hoher Priester, bin ich wohl bald nichts mehr? Und nun beginnt das Pascha-Fest, die Pascha-Feierlichkeiten. Und hier setzt unser Evangelium ein. In jener Zeit gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, die beim Pascha-Fest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Griechen, das ist das Synonym für Heiden. Griechen, das sind Menschen, die per se erst einmal der Vielgötterei angehören, aber sie kommen zu den Pascha-Feierlichkeiten als Wallfahrer, als Pilger in die heilige Stadt und sie wollen dort Gott anbeten. Dort wird aber nur ein einziger Gott verehrt, der Gott des Volkes Israel, der Gott, der alles ins Dasein gesetzt hat, der Gott, der alle Menschen liebt und der, der jedem Lebendigen nachgeht. Dieser Gott wird im Tempel verehrt. Es handelt sich also um Griechen, die zum jüdischen Glauben gekommen sind, sogenannte Proselyten, die aber noch nicht an allen Feierlichkeiten des Pascha-Festes teilnehmen dürfen. Diese Menschen treten nun an Philippus heran. Selbstverständlich, an seinem Namen erkennen sie, er muss Grieche sein, er muss einen griechischen Hintergrund haben, heißt doch sein Name übersetzt Pferdeliebhaber und ist griechisch. Philippus geht zu Andreas, dem anderen mit seinem griechischen Hintergrund. Sein Name kommt von Andros, der Mann. Beide gehen zu Jesus und tragen ihm das Anliegen nun vor. Herr, wir möchten Jesus sehen. Und wer das Johannesevangelium kennt, der weiß, dass es bei diesem Sehen nicht einfach um ein physisches Sehen geht mit den biologischen Augen. Erinnern Sie sich an die Berufung der Jünger. Wo wohnst du, Herr? Kommt und seht. Es geht um ein Sehen, das Erkennen meint. Es geht um ein Sehen, wir wollen begreifen. Wir wollen diesen Jesus sehen in dem Sinne, dass wir verstehen, was von ihm ausgeht, woher diese Kraft kommt, was es ist, was er verkündet und warum er so leben kann, so unerhört frei leben kann, wie er eben lebt. Dieses Anliegen Jesus vorgetragen, antwortet Jesus und man hat den Eindruck, er antwortet nicht. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Die Stunde, die zur Hochzeit von Kana und durch das ganze Johannesevangelium bis zum Kapitel 12 noch nicht gekommen war, die ist jetzt gekommen. In diesem Moment, als die Griechen auf Jesus zugehen und damit die ganze Welt in Jerusalem sich versammelt. Das, was geschieht hier in dieser Stadt,
Jerusalem nun mit seinem Weg durch die Stadt, ans Kreuz, durch das Kreuz hindurch, ist kein Weg, wo es nur um ein exklusives Volk gehen würde, das Volk der Juden, sondern jetzt ist die Stunde gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Und wir hören wieder bei Johannes mit, verherrlicht heißt immer Kreuz. Jesus fährt weiter und macht dann deutlich, warum das, was er sagt, doch eine Antwort ist auf das Anliegen der Griechen. Wir möchten Jesus sehen. Amen, Amen, ich sage euch. Und immer wenn dieser Satz kommt, wissen wir, dass nach dem Doppelpunkt ganz wesentliche Aussagen stehen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Nehmen wir dieses Bild einfach kurz auf. Nehmen wir dieses Weizenkorn geistig in unsere Hand. Legen wir es in unsere Hand, betrachten es. Nichts an diesem Weizenkorn weist darauf hin, dass es lebendig sein könnte. Es sieht vertrocknet und eigentlich abgestorben aus. Und dieses Weizenkorn, legte ich es hier auf den Boden, es bliebe allein. Nichts würde geschehen. Stirbt es aber im Sinne von, wird es vergraben, kommt es zur Erde zurück, dann entwickelt es seine ganze Explosionskraft. Und plötzlich wird aus dem vermeintlich Abgestorbenen neues Leben. Es wächst über sich hinaus. Aus dem einen Korn werden ganz viele Körner an der Ehre. Das Leben wächst über sich hinaus, wo es sich hingibt, wo es stirbt. Jesus nimmt dieses Bild und weist seine Jünger nun auf die ganze kosmische Bedeutung dieses Bildes hin und damit auf das Geheimnis des Lebens schlechthin. Wer sein Leben liebt, der verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Jesus meint nicht, dass wir unsere irdische Existenz irgendwie missachten sollten oder gering achten. Was er hier macht, ist, dass er das irdische Leben ganz explizit meint. Wer sein Leben liebt, also wer dieses Leben so festhält und an seinem Leben so festhält, hält nur an sich selber fest. Der macht nichts anderes, als die ganze Zeit um sich selber herumzukreisen. Der huldigt dem Ego. Der huldigt dem, was ohnehin nachher ins Grab springt. Der huldigt der Hülle, der Körperlichkeit, all dem, was die Bibel und auch Johannes Fleisch nennt. Von großem Geist ist dieser Gedanke nicht. Er bleibt ganz in der irdischen Existenz stecken. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet und eigentlich steht hier im Griechischen hasst, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Natürlich, hier geht es um den Gegensatz Lieben und Hassen. Es geht darum, wer sich in dieser Welt auch lossagen kann vom Ego, der mehr sieht als nur mich selbst, der vor allem den anderen und alle anderen Geschöpfe in den Blick nimmt, sich selber nicht so wichtig nimmt, immer im Leben einen Schritt zurückgehen kann und keine Nabelschau betreibt, der wird sein Leben bewahren bis ins ewige Leben. Der sammelt die richtigen Schätze, die nicht Motte und Wurm zerfressen. Der sammelt Schätze der Liebe, des Friedens, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit. All die Dinge, die man zwar nicht sehen kann und doch weiß, dass es Realitäten sind, nämlich dann, wenn sie existieren. Und die haben Ewigkeitswert. Die kann niemand töten. Die kann niemand kaputt machen. Die bedeuten uns schon im Hier und Jetzt Ewigkeit. Und darauf kommt Jesus jetzt zu sprechen, was das für eine Konsequenz hier und heute hat. Jesus sagt nämlich, es geht nicht nur darum, was am Ende eures Lebens euch verheißen ist, quasi am Tag, natürlich dumm gesprochen, aber am Tag nach eurem Tod, denn da gibt es ja keine Zeitlichkeit mehr, sondern wie dieser Ewigkeitswert ins Hier und Jetzt bereits schon Wirkung hat. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach.
Jesus macht klar, dieses Gleichnis vom Weizenkorn kann und muss schon hier Konsequenzen haben. Ein Leben ist immer wertvoller, das sich dem anderen subordiniert, also dem anderen Leben aufhilft zum Leben und dem anderen Leben dient, als eins, das meint, nur sich selbst beschützen zu müssen. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Gleichzeitig, Schwestern und Brüder, ist diese Botschaft bockelhart. Und es ist das, was wir vielleicht nicht gerne hören. Aber zum Weg Jesu Christi gehört es eben auch dazu, den Weg der Entäußerung zu gehen. Kein Ostern ohne Karfreitag. Keine Erlösung ohne den Weg durch das dunkle irdische Existenz. Aber hier bereits dem Licht zu vertrauen, hier bereits von Ostern her zu leben, bedeutet, nicht auf Teufel komm raus mit Ellenbogen zu leben, sondern verstanden zu haben und begriffen zu haben, dass der Weg des Messias, der Weg des König Israels, so wie Jesus sich versteht, ein Weg des Friedens ist für alle Menschen. Und der funktioniert nur, wo jeder den anderen hochhält, anstatt sich selbst. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Das ist der Sinn dieser Welt. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Nein, Vater, verherrliche deinen Namen. In der Art und Weise, wie ich nun meinen Weg gehe, zeigst du, Vater, dass dein Name von Anfang an der Name Gottes ist, Yahweh, ein Gott des Daseins, ein Gott für die Menschen. Und selbst wenn ich nun ans Kreuz gehe, du lässt mich nicht am Kreuz, du trägst mich hindurch in neues, in ewiges Leben. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn schon verherrlicht und ich werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Die, die drumherum stehen, verstehen noch nicht. Sie haben noch keine Antennen für diesen Gott. Die werden sie erst bekommen, wenn sie durch das Kreuz hindurch dem Auferstandenen begegnen werden. Und das ist es, worauf Jesus am Ende dieser Stelle hinweist. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Und mit Gericht ist nicht zu verstehen, was wir unter Gericht verstehen. Im Griechischen steht hier Krisis, also Entscheidung. Jetzt wird Entscheidung sein über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und wenn ich über der Erde erhöht bin, und damit sind nicht irgendwelche Himmelfahrtsszenarien gemeint, sondern nach Johannes ist es immer das Kreuz. Jesus ist am Kreuz erhöht, dann werde ich alle zu mir ziehen. Dann werden auch diese Griechen sehen, wer der Messias ist und dass er nicht am Kreuz bleibt. Aber der Weg muss gegangen werden. Schwestern und Brüder, auf diesem Weg, der vor Jesus liegt und der vor uns allen liegt, auf diesem Weg stärkt uns das, was wir jetzt feiern, dass wir Anteil haben an seinem Leib, an dem einen Brot. Jeder bekommt ein Stück vom gebrochenen Brot. Möge es uns Werkzehrung sein. Mögen wir mit Jesus niemals vergessen, was das Ziel unseres Lebens ist. Mögen wir nicht vergessen, trotz aller Kreuze des Alltages, dass wir berufen sind zur Ewigkeit und dass am Ende Licht ist.